Hallo zusammen im nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. Wir sind nach wie vor bei den Grundlagen und haben im letzten Video ja gelernt, wie wir Java auf unserem Rechner installieren und wir haben ein einfaches Programm erstellt, kompiliert und ausgeführt. Heute wollen wir unseren Computer so weit vorbereiten, dass wir bei diesen Arbeiten weniger zu tun haben. Wir wollen uns eine IDE, also eine Integrated Development Environment, installieren. Ich habe mich für meine Videos für das Programm Eclipse entschieden. Es gibt auch andere gleichwertige IDEs und ihr könnt auch mit diesen arbeiten, aber für eins musste ich mich jetzt nun eben entscheiden und das ist jetzt, ja, Eclipse. Zuerst müssen wir uns mal überlegen, was eine IDE eigentlich ist, beziehungsweise wofür wir es brauchen. Gehen wir mal den Entwicklungsprozess unseres Programms aus dem letzten Video nochmal durch. Hier haben wir folgende Aktion durchgeführt. Wir haben Bearbeiten des Codes mit Hilfe des Editors durchgeführt, das Kompilieren des Codes mit dem Programm Java C.exe, das Ausführen des Kompilats mit dem Programm Java Exe und ja, das war im Wesentlichen das, was wir getan haben. Diese Aktionen müssen wir aber immer wieder ausführen. Das bedeutet, dass wir vielleicht Teile davon automatisieren können. Und genau hierfür haben wir IDEs. Sie haben ein Editor beispielsweise bereits integriert. Weiterhin können wir den Kompilierprozess und die Ausführung direkt aus der IDE heraus starten, ohne mühsam die Eingabekonsole bedienen zu müssen. Ein weiteres wichtiges Feature ist der Debugger. Ein sogenannter Bug ist ein Softwarefehler. Wir können davon ausgehen, dass wenn wir Software schreiben, wir immer wieder Fehler begehen, welche ausgebaut werden, die Software also debuggt werden muss. Stellt euch vor, ihr habt ein Programm geschrieben, welches in einer langwierigen Berechnungsroutine eine Kalkulation erstellt. Am Ende kommt jedoch ein falsches Ergebnis heraus. Der Debugger ermöglicht es uns nun, die Programmausführung temporär zu unterbrechen, indem man einen sogenannten Breakpoint, also einen Unterbrechungspunkt, setzt. Die Ausführung hält an dieser Stelle an und wir können uns den aktuellen Zustand unseres Programms im Speicher ansehen und von dort aus Schritt für Schritt die einzelnen Rechenoperationen durchführen, bis wir das Fehlverhalten verstanden haben und eine Programmkorrektur vornehmen können. Der nächste wichtige Punkt ist die Verwaltung der Files. Wir gruppieren zusammengehörige Programmierfiles oder Programmfiles in Projekten, welche im Extremfall hunderte von Files beinhalten können. Die IDE hilft uns dabei, den Überblick zu behalten. Weiterhin kann eine IDE auch dabei helfen, verschiedene Versionen des Programms zu verwalten oder die Anbindung an ein zentrales Versionskontrollsystem zu erleichtern. Auch sehr praktisch ist die Autovervollständigung. Hierbei versucht die IDE zu verstehen, was wir gerade vorhaben und gibt uns automatisch Vorschläge, was einzugeben ist. Parallel dazu werden alle Codestellen, welche nicht dem Regelwerk, also dem Syntax der Programmiersprache entsprechen, markiert. Den letzten Punkt, den ich ansprechen will, ist die Bibliotheksverwaltung. Wenn wir programmieren, dann greifen wir oftmals auf bereits existierende Programmierelemente zurück. Beispielsweise gibt es für die Ein- oder Ausgabe bereits fertige Module, welche wir direkt in unserem Code nutzen können. Diese Module befinden sich in sogenannten Bibliotheken. Diese müssen sauber referenziert, man spricht von eingebunden werden. Damit wir hier nicht durcheinander kommen und alle Einstellungen möglichst einfach vornehmen können, bietet uns die IDE hierfür eine Hilfestellung an. Das sollen nun mal die wichtigsten Funktionalitäten einer IDE sein. Es gibt hier noch unzählige weitere Features, welche für uns aber momentan noch nicht wirklich sinnvoll einsetzbar sind. Insofern beschränke ich mich auf die hier beschriebenen Dinge. Ja. Jetzt haben wir verstanden, wofür wir eine IDE brauchen. Jetzt wollen wir auch mal zur Tat schreiten. Im Wesentlichen gibt es für Java drei sehr verbreitete IDEs. Zum einen Eclipse, welches wir ja gleich installieren wollen. Diese IDE wurde ursprünglich von IBM entwickelt und anschließend in eine gemeinnützige Gesellschaft ausgegliedert, die Eclipse Foundation, welche sich um die Koordination der Programmierer-Community für die Weiterentwicklung kümmert. Eclipse lässt sich super erweitern, weshalb Eclipse für unzählige Aufgaben eingesetzt wird. NetBeans wird primär von Apache vorangetrieben. Da NetBeans ursprünglich von Sun, dem Urheber von Java und später Oracle, der aktuellen Firma hinter Java, entwickelt wurde, wird von Java-Enthusiasten oftmals NetBeans bevorzugt.
IntelliJ wird von der Firma JetBrains sowohl als freie als auch kostenpflichtige Premium-Version zur Verfügung gestellt. Google beispielsweise hat auf Basis der freien Version von IntelliJ das Android Studio entwickelt, so mit dem Programm man Android-Apps entwickelt. So viel nur als Überblick, jetzt schreiten wir zur Tat. Als allererstes müssen wir einen Browser öffnen, um eben die Software runterladen zu können. Also, wir geben die Webadresse www.eclipse.org ein und landen dann hier auf der Webseite, gehen dort dann auf Downloads und jetzt gibt es mehrere Optionen. Ich habe mich jetzt hier für das Package und nicht für den Installer entschieden. Der Installer hinterlässt halt mehr Spuren in der Registry und wenn man das nicht möchte, dann geht man einfach über das Package. So, 64-Bit-Version, je nachdem, was ihr habt, müsst ihr euch das halt dann entsprechend anpassen und Download. Das kann ein bisschen dauern. Aber ich habe das jetzt hier mal ganz kurz abgekürzt, damit wir nicht so lange im Video warten müssen. So, jetzt gehen wir hier hoch, öffnen unseren Download-Ordner. So, also wir öffnen das ZIP-File und kopieren das dann entsprechend einfach unter Programme. Wie gesagt, wenn wir einen Installer nehmen, dann macht der das für uns. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für die manuelle Installation entschieden. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich habe das mal kurz abgekürzt. Und was wir danach machen, wir müssen uns einen Ordner anlegen, wo Eclipse die ganzen Programmierfiles, die wir jetzt erzeugen wollen, ablegen möchte. Und das mache ich jetzt hier wieder in unserem Tutorials-Ordner. Und üblicherweise nennt man diesen Ordner Workspace. Aber ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. So, ich nenne ihn aber traditionell Workspace und jetzt können wir im Prinzip auch schon mit Eclipse arbeiten. Ich habe allerdings noch eine kleine Ergänzung. So, als nächstes gehen wir und nach Program Data. Dort lagert Windows ein paar wichtige Informationen. Program Data, dann müssen wir runter auf Microsoft und Windows dann und dort finden wir die Einträge unseres Startmenüs. Wie gesagt, wir haben keinen Installer, also machen wir das selber, aber wir wissen, was passiert und dann haben wir unser System unter Kontrolle. Hier unter Programme erstellen wir einen neuen Ordner, den nennen wir einfach Eclipse. Wir brauchen natürlich Adminrechte hier in diesen Tiefen des Systems. Also Eclipse kommt jetzt hier rein und jetzt suchen wir den Ort, wo wir Eclipse hinkopiert haben. Das war ja unter Programme. Und dort unter Eclipse und dort finden wir die ausführbare Datei von Eclipse. So, und zwar hier, Eclipse Exe, rechte Maustaste und Verknüpfung erstellen. Na, dauert ein bisschen, so, Verknüpfung, das ist ganz unten. Hier könnt es nicht sehen. Also ganz unten findet ihr das dann, da geht man dann auf Verknüpfung erstellen. Dann sagt er möchte es nicht hier, sondern auf dem Desktop erstellen. Das lassen wir ihn machen und suchen dann auf dem Desktop unsere Verknüpfung. Da ist sie, die schneiden wir aus. Also rechte Maustaste und dann ausschneiden. Und gehen dann wieder auf unseren Ordner, wo wir diesen Eclipse-Startmenü-Eintrag gemacht haben. So, Program Data, Microsoft, Windows und dann Startmenü und Programme. Sind wir hier und Startmenü, Programme. Genau, da ist jetzt unser Eclipse-Ordner und da packen wir das Ganze dann rein. Genau. So, das Ganze funktioniert auch wirklich nur dann, dieses Eclipse, wenn ihr Java genauso installiert habt, wie ich es vorhin erzählt habe. Wichtig ist, dass eben eine Runtime-Umgebung, eine Entwicklungsumgebung und Java Home installiert ist oder hinterlegt ist. Dann funktioniert Eclipse. Und somit haben wir jetzt eigentlich alles vorbereitet und können Eclipse jetzt auch starten. Als allererstes starten wir
unser Menü. Hier finden wir dann Eclipse, gehen drauf und dann dauert es ein bisschen, bis der alles geladen hat. Und am Schluss können wir hier unseren Workspace einstellen. Der ist jetzt erstmal auf dem Default Workspace, entweder mit dem Browse-Button oder manuell gehen wir einfach auf den Ordner, den wir angelegt haben. Das war unter Tutorials Workspace. So, jetzt können wir dann auf Enter gehen und auf den Launch-Button und dann geht es auch schon los. Das wäre jetzt der Startbildschirm von Eclipse. Den Haken tun wir weg, dieses Informationsbildschirm, den braucht man eigentlich nicht. Eine Einstellung müssen wir noch schnell machen und zwar unter Window Preferences gehen wir jetzt hier unter General News und entfernen hier diese Newsfeeds. Die braucht man nicht, die machen bei bestimmten Bibliotheken Probleme, deswegen schmeißen wir sie raus. Das ist für uns jetzt eher uninteressant. So, jetzt gucken wir mal, ob wir alles finden, was wir eben vorhin schon gelernt haben, was eine IDE bringen muss. Dazu gehen wir hier auf Workbench und jetzt sehen wir hier die wesentlichen Elemente. Wichtig hier in der Mitte, da ist unser Editor, sehen wir noch nicht viel, weil wir haben noch keinen File angelegt. Das hier, dieser Bereich, der Package Explorer, der ist dafür da, dass wir unser Filesystem oder unsere einzelnen Files wiederfinden. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, auf die ich dann gleich eingehen werde. Sollte irgendwas von diesen Elementen nicht mehr da sein, unter Windows und dann Perspective bzw. View finden wir dann die einzelnen Elemente wieder. Unter View beispielsweise Package Explorer kann ich dieses Ding dann wieder anzeigen. Nur solltet ihr euch irgendwo vertippt haben und dann ist es weg. Hier findet ihr es wieder. So, wir wollen ein Java-Programm schreiben. Eclipse organisiert die Files immer in sogenannten Projekten. Also müssen wir erstmal ein Projekt anlegen, auch wenn es wirklich nur ganz kleine Sachen sind, die wir jetzt machen. Wir müssen im Rahmen eines Projekts unsere Daten anlegen. Also gehen wir hier auf File, New und dann, hoppla, New und hier Java Project. So, das Ding nennen wir jetzt erstmal My First Project. Die Standardeinstellungen sind soweit okay. Wenn ihr mehrere JREs installiert habt, dann findet ihr hier noch ein paar zusätzliche Sachen. Hier solltet ihr jetzt gucken, dass mindestens die Version 9 oder höher drauf ist. So. Dann machen wir gleich auf Finish. Die ganzen passen uns. Jetzt möchte er noch ein Modul anlegen. Darauf werde ich in einem späteren Video mal genauer eingehen. Das ist jetzt für uns noch nicht wirklich vollkommen interessant. Wir übernehmen das jetzt einfach mal. Create. So. Jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir unsere grundsätzliche Projektstruktur angelegt. Und was er jetzt hier macht, ist, er zeigt uns jetzt erstmal das Modul an. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Das heißt, wir schließen es jetzt hier einfach. So, wir wollen ein Programm schreiben. Rechte Maustaste und müssen jetzt erstmal ein sogenanntes Package erstellen. Das Package ist so eine Unterstrukturierung, die wir ab Java 9 brauchen, wenn wir mit Modulen arbeiten wollen. Das heißt, wir machen das jetzt auch einfach mal genau so, wie ich es hier vormache. Das nennen wir jetzt erstmal nur My First Project. Alles klein geschrieben, das ist üblich so. Und hier in diesem Project, in diesem Package, das wir My First Project genannt haben, wollen wir jetzt eine neue Klasse erstellen. So, und ab jetzt mache ich genau das, was ich eigentlich mit dem Editor im letzten Video auch gemacht habe. Ich nenne jetzt die Klasse Hello World und sage jetzt, ich weiß, ich brauche diese Main-Methode, also mache ich das hier im Haken und dann legt mir das hier im Eclipse automatisch an. So, jetzt sehen wir auch, jetzt haben wir hier unseren Editor. Wenn einem das Fenster ein bisschen zu klein ist, können wir hier mit Doppelklick drauf gehen und dann macht er die ganzen Sachen außenrum weg. Und mit einem weiteren Doppelklick wäre es dann wieder so wie vorher. Das schmeißt mal raus, darüber sprechen wir im nächsten Video, was das eigentlich ist. Und jetzt können wir System out und dann print line und jetzt hello, world angeben. Semikolon. Und jetzt haben wir unseren Code genauso, wie wir es eben vorhin auch hatten in dem letzten Video, als wir es im Editor gemacht haben. So, das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, wie wir unsere Files organisieren. Das finden wir hier. Dann haben wir herausgefunden, was der Editor ist. Der ist hier. Und jetzt wollen wir das Ganze kompilieren.
Hier sehen wir an diesem Sternchen, dass es noch nicht gespeichert ist. Also mit Steuerung S würde das Ganze dann gespeichert werden. Man kann auch hier mit diesen Buttons arbeiten. Aber wie gesagt, Steuerung S würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es geht einfach schneller. Und wie gesagt, je öfter man speichert, umso seltener ärgert man sich, dass man Daten verliert. So, jetzt starten wir das Ganze. Das ist jetzt hier ein Run. Wie ihr merkt, wir müssen nicht kompilieren, weil das ist von alleine schon gegangen. Das heißt, sobald wir speichern, kompiliert der automatisch. Und jetzt sehen wir hier Hello World. Das ist ganz praktisch, weil wenn wir jetzt hier unser Ausrufezeichen reinmachen, Steuerung S wieder speichern und Play, dann ist es automatisch da. Da müssen wir nicht groß rumtun. So, dann hat man noch über das Thema Codevervollständigung gesprochen. Wenn ich zum Beispiel S, Y, S, O, dann Steuerungstaste leer angebe, dann weiß er sofort, der User möchte gerne System Out Print Line angeben, Anführungsstrichen Hello Mars zum Beispiel oder andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt SY Steuerung leer angebe, weiß er System.out und dann ist er automatisch drin und ich kann hier auswählen, was ich eigentlich haben möchte. Ja, das ist vielleicht jetzt momentan noch nicht so interessant, aber wenn wir kompliziertere Code-Elemente dann schreiben und aus größeren Bibliotheken unsere Sachen übernehmen, dann ist das ganz praktisch. So, soweit dazu. Jetzt wollte man noch mal kurz über den Debugger sprechen. Und zwar mache ich jetzt hier mal Folgendes. Ich mache jetzt hier rechte Maustaste Toggle Breakpoint. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe dem Eclipse gesagt, bitte halt hier den Code an. Und jetzt starte ich das Programm nicht mehr über dieses Run, sondern über dieses Debug. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt sagt er erstmal, er möchte jetzt die Perspective ändern vom Java in den Debug-Modus. Das wollen wir, also darfst du machen. Und jetzt hat vielleicht der ein oder andere hier gesehen, jetzt sind wir hier nicht mehr bei J, sondern hier bei diesem Käfer beim Debug. Und wir haben jetzt hier die Ausgabe Hello World. Hello Mars steht noch nicht da, weil er hier jetzt angehalten wurde. Und jetzt kann ich mit diesen Elementen hier Step Over die nächste Zeile ausführen. Jetzt steht erst hier Hello Mars. Ja? Und mit Play geht es ganz normal wieder weiter bis zum nächsten Breakpoint. Gut, wir haben keinen mehr. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Code Schritt für Schritt ausführen. Und das ist gerade für die Fehlersuche sehr, sehr praktisch, weil wir wirklich mitunter sehr viele Zeilen an Code haben und dann nicht genau wissen, wo der Fehler eigentlich passiert. Und so können wir dann wirklich Schritt für Schritt analysieren, was in unserem Code eigentlich passiert. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück auf die Java Perspective. Und damit haben wir jetzt eigentlich die wesentlichen Elemente besprochen. Über die Bibliotheken werden wir später nochmal sprechen, das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber grundsätzlich mal wissen wir jetzt, wie wir ein Projekt erstellen, wie wir ein Package, das wir brauchen, um eben unsere Java-Files sauber einzugliedern, erstellen und wie wir dann unsere Klassen erstellen. Also, damit lasse ich euch jetzt erstmal alleine. Im nächsten Video wollen wir uns die Grundstruktur von Java nochmal anschauen, was wir so noch zusätzlichen Sachen wissen müssen, um wirklich programmieren zu können. Und dann geht's Schritt für Schritt weiter in die Tiefen der Programmiersprache Java. So, dann bedanke ich mich wieder fürs Zugucken und wie immer bis zum nächsten Mal.